Guten Morgen! Heute möchte ich mit Euch über ein Thema reden, was für mich nicht nachvollziehbar durchaus kontrovers diskutiert wird. Jod und auch der Jodmangel. Fakt ist, und das ist zumindest aus wissenschaftlicher Sicht unbestritten, dass Jod für einen gesunden Organismus von Mensch und auch bei Tieren wohlgemerkt unentbehrlich ist. Unsere Schilddrüse braucht Jod, um die Hormone Thyroxin und Triiodthyronin zu bilden, die auch unter den Begriffen T3 und T4 bekannt sind, zum Beispiel aus eurem Blutbild. Also die Schilddrüse ist für solche essentiellen Dinge verantwortlich wie den Energiestoffwechsel, den Herzrhythmus, den Blutdruck und auch für die Hirnentwicklung und auch die Hirnerhaltung. Das ist schon ziemlich essentiell und entsprechend sollte man dem Thema Schilddrüse durchaus einmal Beachtung schenken. Eine Störung der Schilddrüsenfunktion kann man in erster Instanz an dem Blutbild erkennen. Eine sogenannte Sonographie, also eine Ultraschalluntersuchung, welche, ich sage das ganz speziell, weil viele haben Angst davor, absolut schmerzfrei ist, ist ebenfalls im Rahmen der Diagnose absolut zu empfehlen. Aber auch Knoten im Bereich der Schilddrüse können erste Anzeichen für eine Erkrankung der Schilddrüse sein. Im Rahmen der ganzheitlichen Diagnose sind solche Gefühle wie Antriebsschwäche oder eine besonders trockene Haut auch Indikatoren dafür, dass es eine Störung der Schilddrüsenfunktion geben könnte. Man kann dabei grob unterscheiden zwischen einer Schilddrüsenüberfunktion und einer Schilddrüsenunterfunktion. Was relativ unbekannt ist, dass egal ob man eine Über- oder eine Unterfunktion hat oder aus welchen Gründen diese Über- oder Unterfunktionen sozusagen herrühren, also aus einem Jodmangel oder aus einer Autoimmunerkrankheit wie zum Beispiel das Hashimoto, das ist trotzdem notwendig und auch zu empfehlen, dass man bis zu 200 Mikrogramm Jod pro Tag zu sich nimmt. Ich weiß noch damals, als ich den TSH-Wert bestimmt habe lassen bei meinem Arzt. TSH, das wird in der Hirnanhangdrüse gebildet und fördert die Hormonproduktion in der Schilddrüse. Ohne TSH würde kein Jod mehr in die Schilddrüse aufgenommen werden und eben kein Thyroxin oder Triiodthyronin produziert werden können. Ist im Blut dann genug von diesen Hormonen vorhanden, wird wiederum weniger TSH gebildet, da die Schilddrüse ja, nicht weiter stimuliert werden muss. Egal, jedenfalls war bei mir dieser Wert nicht in Ordnung und er hätte einerseits durch einen Jodmangel entstehen können oder eben durch eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto. Und da ich persönlich davon ausgegangen bin, dass es Jodmangel war, da ich eben ein halbes Jahr quasi nur meine Gerichte mit einer Salzsohle gewürzt habe und auch komplett auf Jodsalz im Haushalt verzichtet habe, da wurde mir von einigen eben empfohlen, nicht gleich die Jodkeule auszupacken, weil wie bei Hashimoto das kontraproduktiv wäre. Also man sollte kein Jod nehmen, wenn man Hashimoto hat. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich intuitiv gespürt habe, dass ich nicht unter einer Autoimmunerkrankung leide, sondern dass ich irgendetwas in der Ernährung im Zuge der Umstellung falsch gemacht habe. Meine aktuellen Algen, die ich immer bestelle, habe ich Euch auch unten mal verlinkt. Ich esse die wie so ein Kaubonbon zusammen mit Paranüssen und das ist einfach geschmacklich absolut, auch von Inhaltsstoffen, ein absoluter Hammer-Kombo, das man nun nebenbei gemerkt, also für die Leute, die auch gleich wissen, praktisch wie ich das sozusagen gemacht habe. Aber zusätzlich habe ich nun auch erfahren, dass es eben in der Tat bei Hashimoto wichtig ist, Jod zu sich zu nehmen. Nur in älterer Literatur findet man Hinweise darauf, dass man auf Jod verzichten sollte. Auch dass Jod sogar der Auslöser für Hashimoto sein sollte. Also unabhängig warum Eure Schilddrüse nicht richtig arbeitet, es ist immer wichtig genug Jod zu sich zu nehmen. Aber natürlich auch nicht zu viel. Und das ist auch wichtig. Ne? Ist wie immer die goldene Mitte. Die empfohlene Dosis pro Tag liegt zwischen 150 und 200 Mikrogramm. Und für uns als Veganer ist Jod ein ganz wichtiger Punkt und wird viel zu häufig vernachlässigt. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass viele Veganer mit der veganen Ernährung aufhören, weil sie einfach nicht genug Jod zu sich nehmen und eben immer antriebslos, immer matter sich fühlen und sagen, oh ja, vegan gibt mir nicht die nötige Power, wegen diesem Spurenelement. Weil sie eben meist, insbesondere wenn sie gesundheitsorientierte Veganer sind, komplett auf Fertiggerichte verzichten, die mit Jodsalz gewürzt sind und was auch gut ist, ne? Und auch auf Backwaren, wo auch sehr viel Salz drin ist. Und ist auch gut, dass man darauf verzichtet, ne? Aber dann fehlt das eben auch. Grund auch für die Angst vor Jod sind solche unseriösen Seiten wie Jodkritik und ähnliches, wo auf Basis der menschlichen Ängste die in unserer Zivilisation häufig anzutreffenden irritierten und verunsicherten Gehirne quasi
bedingungslos ihren Verschwörungstheorien unterworfen werden und Panik gemacht wird. Die sprechen dann von heimlicher Zwangsjodierung und tun singuläre Fakten zu generellen Theorien zusammenfügen. Natürlich wurde das Salz per Gesetz jodiert. Aber aufgrund der aktuellen und also damals aktuellen und eben immer noch aktuellen existierenden fehlenden Fähigkeit der Menschen, sich um ihre Gesundheit allein selbstständig zu kümmern. In diesem Zusammenhang fände ich auch eine kleine Abstimmung interessant. Findet ihr es generell gut, dass gesundheitsfördernde Maßnahmen per Gesetz durchgezogen werden, oder sollte die Gesundheit jedem selber überlassen werden? Ich habe da mal eine kleine Umfrage oben in den Infokarten eingefügt und da bin ich gerne mal gespannt, aber natürlich auch gerne in den Kommentaren diesbezüglich eure ausführliche Meinung. Also, um mal konkret zu werden, eine sehr wichtige Jodquelle in der veganen Ernährung, das wären eben zum Beispiel Algen und eben natürlich auch das Jodsalz, was aber von den gesundheitsbewussten Veganern eben oft, wie ich damals eben auch, durch eine Salzsohle oder Meersalz oder Steinsalz oder Ursalz oder irgendwas substituiert wird. Diese werben zwar auch immer damit, dass Jod enthalten ist, aber der Jodgehalt ist nur 1/10 des jodierten Speisesalzes. Auch wenn es biologisch gesehen etwas besser verwertbar ist, das wiegelt aber das Verhältnis nicht auf. Es ist einfach definitiv zu wenig. Das bedeutet, wenn ihr kein jodiertes Speisesalz zu euch nehmt, auf jodierte Fertigprodukte und Backwaren verzichtet, was ihr solltet, und nicht jeden Tag jodreiche Algen auf dem Speiseplan habt, dann solltet ihr euren TSH-Wert unbedingt einmal testen lassen. Ich habe, nachdem ich meinen Jodkonsum wieder aktiviert habe durch die Algen, was ich halt gepostet habe, nach 2 Wochen schon eine spürbar energetische Wirkung bemerkt. Man muss sich vorstellen, 200 Mikrogramm, das ist so verdammt wenig, das ist ein Spurenelement und doch so verdammt wichtig. Wenn ihr das Jod über euren Speisesalzkonsum aufnehmen wollt, sind 10 Gramm notwendig, was aber tendenziell schon am oberen Rand der Empfehlung liegt. Gerade da auch Gemüse und andere vegane Produkte oft noch über quasi über das Natrium verfügen, also über unjodiertes Salz, sage ich mal einfach ausgedrückt. Daher meine Empfehlung, dass ihr wirklich jodreiche Algen mit in euren Ernährungsspeiseplan aufnehmt. Und wenn ihr das absolut nicht mögt, also wirklich gar keinen Weg da reinführt, dann solltet ihr euren Jodbedarf, und das ist meine Meinung, wie Vitamin D und wie Vitamin B12 supplementieren, bis euer TSH-Wert wieder in Ordnung ist. Und bitte hört nicht auf den Arzt, wenn ihr einen TSH-Mangel habt, also TSH-Wert falsches Mangel oder was auch immer, und euch sofort dann Thyroxin oder Triodthyronin verschreiben will, sondern sagt nein, sagt danke für das Bluttest und analysiert euren Jodkonsum und probiert selber, wie ihr den TSH-Wert wieder normalisiert mit eurer Ernährung. Jod ist extrem wichtig und sollte genau im Auge behalten werden. TSH-Werte, die werden auch standardmäßig gemacht und sollten auch von eurer Krankenkasse übernommen werden im Rahmen eines etwas größeren Blutbildes, wenn ihr sagt, ich fühle mich ein bisschen schwach oder sowas. Also das kostet nicht mal was. Also nur um es nochmal herauszustellen, ich empfehle nicht, dass sich jeder mit Salz und Algen zuschütten sollte, aber dass ihr euch für diese Problematik Jod sensibilisiert und schaut, ob ihr jeden Tag auf eure 200 Mikrogramm Jod kommt. Und wenn ihr das nicht tut, dass ihr entweder Algen, jodiertes Speisesalz oder Supplemente zu euch nimmt, bis ihr eben die 200 Mikrogramm erreicht habt und dann eben zusätzlich auch immer den TSH-Wert machen lassen, dann wisst ihr, ob eure Anpassung okay ist. Und wenn ihr das aber partout nicht machen wollt, dann lasst wenigstens nur den TSH-Wert checken. Und solange der noch irgendwo im Rahmen ist, dann könnt ihr auch mit eurer Ernährung, die jetzt überhaupt kein Jod hat oder sowas, versuchen zu bleiben. Aber den TSH-Wert testen lassen. Ganz, ganz wichtig. Wirklich im Auge behalten. Wenn ihr euch zumindest nicht präventiv gesund ernähren wollt und sagt, okay, ihr Jod ist alles böse, ne? Also es gibt von mir keine generellen Anweisungen, nur der Hinweis darauf, dass ich mit der Thematik wirklich versuche neutral zu beschäftigen. Gerade dann, wenn die Symptome wie zum Beispiel eine gewisse Antriebslosigkeit oder eine Kopfbildung oder eine Beeinträchtigung im Gehirn schon existieren. Meine Lampe ist gerade runtergefallen. Nehmt aber diese Thematik ernst, wenn ihr euch vor lauter Salz und Fisch jetzt ein Rezept eines veganen Heringssalats unbedingt haben wollt, dann habt ihr natürlich auch bei mir die Möglichkeit, super Überleitung, das hier euch reinzuziehen. Ansonsten freue ich mich immer auf eure Kommentare und Hinweise. Ich weiß, das Thema Jod ist sehr, sehr kontrovers diskutiert. Aber ich habe mich jetzt wirklich mal einen Tag hingesetzt und mich da informiert und ich bin ganz klar zu dem Schluss gekommen, Jod ist extrem wichtig. Und alles, was an Jodkritik da ist im Netz, ist eigentlich im Großen und Ganzen Schwachsinn. Zumindest wenn wir davon ausgehen, absolut Jod. Dass man nur eine gewisse Anzahl von Jod zu sich nehmen kann, also bis 200 mg oder maximal 300 mg.
Kein Thema, zu viel Jod ist auch nicht gut, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber diese Panik, die vor Jod gemacht wird, das ist das allerletzte, weil da nur mit den Angst der Menschen gespielt wird. Und das wollte ich heute unbedingt loswerden. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.